Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt im Thumbnail gelesen, wir haben die Schnauze voll von Schmerzen. Weil ich wollte gerade überlegen, haben wir irgendwas kaputt gemacht? Kaputten Klamotten, naja. Bei uns Gott sei Dank noch nicht. Doch, ich glaube, ich habe mir irgendwann mal die Hose aufgerissen. Die Tasche irgendwie. Ja, ja. Los geht's wann? Nach dem Intro. Genau. Ja, ihr kennt diese wunderbaren Griffe im Malibu-Van. Deshalb für euch ganz wichtig, ich habe es aber im Thumbnail schon gesehen und in dem Titel, es geht hier um den Malibu-Van und der Qualität, die dort verbaut sind. Ja, Qualität war ja okay, also ist alles ist gut. Die machen was her, diese Dinger, muss man ja sagen. Ja, kannst du mal hier hin zeigen mit der Kamera. Die das machen sind halt Chromgriffe. Sieht richtig cool aus, aber... Diese spitzen Kanten hier, ich tue mir höllisch weh, bis zum geht nicht mehr. Und da denke ich ganz einfach, kann ich euer Ernst sein. Und was haben wir für ein Glück gehabt? Ja, wir haben Glück gehabt, dass wir so einen Beitrag bei der Malibu... Nein. Nee. Wir waren auf der Messe. Ach ja, auf der Messe waren wir, na klar. Und waren natürlich nicht im Malibu, sondern in irgendeinem anderen Fahrzeug von irgendeinem anderen Hersteller. Und da wurden auch solche wunderbaren Chrom-Dinger verbaut. Und ich dachte mir in dem Moment, wie jetzt? Die gibt es auch abgerundet? Wie cool ist das denn? Und zwar richtig abgerundet. Man hat keine Schmerzen mehr. Also es ist ein himmelweiter Unterschied für euch. Was haben wir schon mal gemacht? Wir haben schon mal was ausgetestet, weil das haben wir im Vorfeld für euch extra gemacht. Wir haben es ausgetestet. Hier ist ein Unterschied zwischen den oberen und den unteren. Hier die eckigen Kanten und hier die Abgrundkanten. Hier kann man wirklich mit der Hand lang gehen. Das tut nicht weh. Wir haben uns also einen vorab bestellt, um einfach mal zu gucken, passen die auch? Sind die so? Sind die abgerundet? Also im Internet, wie es immer so ist, da muss man ja ein bisschen gucken. Aber tatsächlich, ja, sie sind abgerundet. Und was man austauschen muss, das zeigen wir euch jetzt gleich. Genau, das ist auch total einfach. Das zeigt euch Stefan. Wie gesagt, einen haben wir. Wir mussten im Endeffekt jetzt noch 5 weitere bestellen, weil es ist ja 3 hier in der Front, einen am Mülleimer, hier hinten haben wir einen und einen, wo wir drauf sitzen. Das müsst ihr dann im Malibu gucken, wie viele habt ihr von diesen Pushlocks verbaut. Genau. Preis müssen wir unten reinschreiben, weil ich es noch zusammenrechnen muss. Deswegen, weil ich ja mehrere Bestellungen gemacht habe, weiß ich es nicht, aber blenden wir ein. Dass wir euch das sogar am Ende des Videos sagen. Ach so, oder so. Und jetzt wird Stefan anfangen zu basteln. Wir fangen einfach mal mit den etwas schwierigeren. Die sind alle nicht schwer. Ich zeige euch, das ist wirklich total einfach an. Und zwar, wo diese Stangen dran sind. Diese Stangen sind bei den 3 Schubladen dran. Als auch hier hinten, dort, bei dem Schrank. Da haben wir auch die Stangen. Und wie man erstmal die Schrangen demontiert, weil das ist nämlich das allererste, was man machen muss, bevor man an die Schraube, die sich hier hinter dieser Stange hier befindet. Da ist noch eine Schraube hinter, da müssen wir ran. Und das zeige ich euch jetzt, dass wir das ganz einfach machen, dass wir an der Seite erstmal diese, diese Schrauben lösen müssen. Das ist relativ easy. Eins soll nur treffen. Der untere ist ein bisschen schwergängiger, ist aber alles kein Problem. Geht auch, sind normale Kreuzschlitzschrauben. Da müsst ihr einen Kreuzschlitzschraubendreher haben, der jetzt etwas, ich sag mal, feiner ist. Und ich habe noch einen, der etwas gröber ist und den etwas gröberen. Den braucht ihr dann für diese Schraube, die jetzt hinter dieser Stange liegt. Und zwar an der Stelle. Da ist eine etwas gröbere Schraube drin. Und dort müsst ihr im Prinzip mit dieser das Ganze aufmachen. So. Auch hier legt euch einfach die Schrauben immer schön beieinander, so wie ihr sie rausgedreht habt. Ich muss jetzt noch die andere Seite machen und dann geht es gleich weiter. Dann zeige ich euch, wie es da weitergeht. Auch die zweite Stange, ich habe die beiden Schrauben jetzt losgeschraubt. Einfach hoch und in die Richtung weg. Schon ist das Thema erledigt. Wie gesagt, legt euch alles so hin, wie ihr es ausgebaut habt. Dann kommt ihr auch nicht durcheinander. Also wirklich einfach. Diese Schraube hier auch noch raus. Das geht auch ganz schnell und einfach. Zack. So. Und schon haben wir den Pushlock in der Hand. Hier können wir jetzt diesen Pushlock einfach abschrauben. Jetzt dürfen wir nicht durcheinander kommen. Ich nehme jetzt also den neuen Pushlock, schraube den hier drauf. Auch total einfach.
So, der ist ein bisschen lose, da braucht ihr euch nicht wundern, das ist normal. Jetzt könnte man sagen, jo, hauen wir den dazwischen durch. Nein, das geht nicht. Ihr müsst den Rahmen tauschen, der außen drin ist und der innen drin ist. Ist auch sehr einfach, zeige ich euch. Auch mit dem gleichen größeren Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher. An der Seite sind Schrauben, die muss man einfach rausschrauben. Geht hier schon vorne, geht es hier schon hoch. Das ist auch normal, weil die hier schon ein bisschen eingeschraubt sind sozusagen. Das ist normal, das ist kein Problem. Also einfach rausschrauben, die muss auch komplett raus. Und die andere Seite habt ihr noch eine Schraube. Auch hier, das Ganze muss hier raus. Damit fällt diese Verblendung auch raus. Die lege ich jetzt auch wieder weg. Und den Rahmen nehmen wir auch weg. So, das Einzige, was ihr euch jetzt merken solltet, ich nehme jetzt die neuen Sachen, dass dieser Rahmen wieder ansatzweise gleich ist. Also ihr seht ja, der ist unten so ein bisschen dicker oder ein bisschen, ja, der Rahmen hier ist ein bisschen dicker hier unten als oben. Und so muss er auch wieder ran. Und also baut ihn auch einfach so wieder rein. Diese Schrauben hier, die ihr da habt, die braucht ihr nicht mehr. Die könnt ihr wegschmeißen. Ich setze den hier einfach nur so an und nehme jetzt wieder die Schrauben, die ich als ursprünglich... Ach Quatsch, ich muss ja erstmal den... Moment, stopp. Jetzt hätte ich jetzt beinahe noch was falsch gemacht, weil wir sind ja beim Videodreh, dann vergisst man auch immer wieder die Hälfte. Wo habe ich den Rahmen hingelegt? Da ist der Rahmen. Ich packe immer erst den Rahmen rein, das macht Sinn. Die Rahmen passen schon direkt. Also die sind so passgenau gemacht, dass die passen. Also schön ordentlich reindrücken. Das ist einfach nur reingedrückt und das war's. So, aber nichtsdestotrotz setzen wir jetzt den neuen Rahmen von hinten wieder auf. Der ist statt braun, ist der jetzt halt weiß geworden. Ist halt egal. Also mich stört das jetzt nicht im Inneren. Und dann nehme ich den Pushlock auch wieder, so wie ich ihn rausgenommen habe. So geht er jetzt wieder rein. Der Rahmen muss natürlich auch richtig rumgebaut werden. Der gehört natürlich auch andersrum, ist klar. Habe ich wieder eben nicht drauf geachtet. So rum. So. Und dann kann man einfach die Schrauben, die man da ursprünglich benutzt hat für die Seiten, kann man jetzt wieder verwenden. Wieder mit dem dickeren Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher. Schwieriges Wort, meine Güte. Eine Seite. Macht das immer ein bisschen mit Gefühl, dass er die Schraube hier nicht überdreht. Jetzt kommt die zweite Seite noch. Der Rahmen, der zieht sich jetzt an der Seite ein bisschen ran. Und dann so ein bisschen wirklich mit Gefühl. Gut, reicht aus. So, und jetzt haben wir noch das, was wir ausprobieren können, ob der Pushlock überhaupt pusht sozusagen. Das läuft, das sollte man als erstes prüfen. Natürlich haben wir jetzt hier keine Verriegelung, weil die Stangen sind an der Seite noch nicht, dass die Verriegelung hier überhaupt an der Seite einhängen kann. Das machen wir jetzt als allererstes. Wir nehmen uns also eine Stange wieder. Und jetzt müssen wir gucken, die hat eine so eine flache Seite. Und je nachdem, wie der Pushlock jetzt ist, ist diese flache Seite auch sozusagen so, dass man die dann hier hinten wieder rein bekommt. Man muss das einfach mal so ein bisschen hin und her und ihr merkt, dann habt ihr plötzlich einen Widerstand, dann ist es auch drinne. Außerdem habt ihr hier an der Seite ja die Löcher. Die Löcher sollten natürlich auch wieder zusammenpassen. Das ist übrigens das zusätzliche Loch, was dort gemacht wurde. Das ist von Malibu gemacht und das ist die untere Schraube, kann ich euch sagen. So, ich fange jetzt mit der oberen ran. Die obere hier wieder rein. Und dann können wir das im Prinzip ein bisschen abnehmen. Und hier an der Seite kann man dann im Prinzip die Schraube einfach ein bisschen durchstecken. Und hier kann man das wieder in das vorherige Loch reindrücken. Und dann heißt es einfach nur wieder mit dem kleineren Schraubendreher ranschrauben, dann noch die untere Seite ranschrauben, auch wieder in das Loch, wo es vorher herkam. Ihr merkt dann auch, dass das schon relativ gut fasst, also das sieht man dann auch, dass das vorherige Loch dann auch war. So, das ist die Seite. Und jetzt machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Das mache ich eben schnell, da müsst ihr ja nicht so dabei sein, ihr habt das ja jetzt gerade gesehen. Und dann gucken wir uns mal eine andere Variante hier noch an. So, die ganzen Seiten sind wieder drin sozusagen, die Verriegelung. Wir schieben die ran
gucken, ob sie funktioniert. Wunderbar, verriegelt, entriegelt, hervorragend. Und keine spitzen Kanten mehr. Prima. Jetzt gucken wir uns noch eine andere Variante ein. Diese hier, als auch diese hier, da schauen wir uns das Ganze an, ist eine etwas andere Sache. Und zwar ist das ein Verriegelungsmechanismus, der nach oben geht. Hier hinten ist so eine Verriegelung sozusagen drin, ein Eisenwinkel, der dann im Prinzip das Ganze verriegelt. Das ist auch relativ einfach, beziehungsweise ist noch einfacher zu tauschen. Ihr braucht dafür nur den großen Kreuzschlitzschraubendreher. Und an der Seite werden auch hier wieder die Schrauben auseinandergenommen. Also sprich, der Pushlock eigentlich ausgebaut. So. Also diese Schublade, dieser Pushlock ist halt so ein bisschen was Besonderes. Also ihr müsst halt überlegen, ob ihr das wollt, dass es so ein bisschen rausschaut. Oder ihr müsst gucken, dass es hinten noch was untergefüttert wird. Hinter diesem schon ist das Ganze erledigt. Dann ist er wieder raus. Und auch hier haben wir wieder die Schrauben, die ihr nicht mehr braucht, mit dem Rahmen. Könnt ihr auch wegschmeißen dann sozusagen. Allerdings ist der Rahmen hier andersrum verbaut. Denn das breitere Teil ist im Prinzip hier oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist das breitere Teil und hier ist das dünnere Teil. Bei dem anderen war es genau andersrum. So, auch die Rahmen sind raus. Nun noch das Neue. Kommt übrigens in so einer Tüte. Fangen wir wieder mit dem Rahmen außen an. Der wird wieder hineingedrückt. Und dann haben wir gesagt, die breitere Seite, diese Seite hier, ist dann im Prinzip für innen. So, und auch hier geht das Ganze dann herein. Was ihr jetzt hier noch machen müsst, das ist noch eine Sache, die ich jetzt vergessen habe, euch nochmal zu erzählen, ist, wir müssen hier von diesem Rahmen etwas was abschleifen oder beziehungsweise absägen. Das kann man einfach mit einem Cuttermesser oder Messer machen, weil sonst dieses andere Rahmenteil sich wieder nach hinten rausdrückt. Also es ist einfach, wie soll ich sagen, zu viel Material. Aber das ist kein Problem, das kann man ganz einfach rausziehen und dann also abschneiden und dann geht das auch. Und dann passt der auch drauf und dann könnt ihr das wieder verschließen. Ich schneide das kurz ab und dann geht's weiter. Ich habe es jetzt geschnitten. Wir blenden euch da mal ein Bild ein, dass ihr so ein bisschen den Unterschied seht, wie es vorher und nachher aussieht. Den Pushlock habe ich natürlich auch schon getauscht an der Stelle. So, und jetzt wollen wir das Ganze, den Rahmen hier einsetzen. Zack. Dann kommt noch der Pushlock. Aber darauf aufpassen, der soll ja wieder verriegeln. Also das heißt, ihr müsst das Metallverriegelungsteil nach oben haben. Und dann geht das Ganze da wieder durch. Kommen noch die Schräubchen da rein. So. Und wir haben wieder den etwas dickeren Kreuzschlitzschraubendreher. Schrauben wir das Ganze wieder fest. Bei den Schrauben haben wir noch was festgestellt. Die sind nämlich zu lang. Ich habe das mal hier ganz gut gezeigt. Diese hier ist die Originalschraube und die ist zu lang. Ihr müsst also eine Schraube haben, die so ein bisschen kürzer ist. Also ich sag mal so um 8 mm ungefähr, das ist ausreichend, weil dieser Rahmen selber hier ist sozusagen unterschiedlich. Mal sehen, ob ich das Ding rausgebogen kriege. Ja, der ist im Prinzip höher und dadurch habt ihr dann das Problem, dass ihr zu weit reinkommt und der Schrank im Prinzip zu diese Fläche, diese Schrank, Dicke des Schranks ist dann zu gering und ihr müsst die dann an der Stelle leider austauschen. Also diese hier, diese Schublade ist, oder Verriegelung ist ein kleines bisschen schwieriger, weil ihr habt hier eine dünnere Platte, deswegen müsst ihr andere Schrauben nehmen, haben wir gesagt. Ihr müsst das Ding ein bisschen anschneiden, also ein bisschen ausschneiden. Dann müsst ihr im Prinzip hier diese Seiten mal einmal losschrauben. Da sind zwei Schrauben drin. Das ist auch nichts Besonderes, da könnt ihr wieder den kleinen Schraubendreher nehmen. Und jetzt habt ihr hier oben so ein Blech. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und zwar... Hier ist so ein Blech und dieses Blech, Moment, wo fühle ich es denn? Da. Dieses Blech muss jetzt weiter hier nach vorne, zur Kante hin. Nur ein bisschen, das ist nicht viel, aber ansonsten verriegelt es nicht. Deswegen, da muss man halt drauf aufpassen. Diese Seite hier war relativ einfach. Wenn ihr wollt, nehmt ihr hier ein bisschen kleinere Schrauben, dann passiert da auch nichts dran. Ansonsten passt das auch ohne, dass ihr dieses Winkelblech umkonstruiert, weil ihr seht, das Ding ist zu sozusagen, also das passt. Aber da muss man ein bisschen nacharbeiten. Also diese Schublade, dieser Pushlock ist halt so ein bisschen was Besonderes. Also ihr müsst halt überlegen, ob ihr das wollt, dass es so ein bisschen rausschaut. Oder ihr müsst gucken, dass es hinten noch was untergefüttert wird hinter diesem
ja, hinter diesem Plastik sozusagen. Wir haben jetzt diese Tüte da genommen. Das ist nicht ausreichend. Also da müsste man vielleicht so kleine, feine Holzplättchen bauen. Das werden wir uns wahrscheinlich auch noch bauen. Und dann werde ich die als Leiste da einfach hinterlegen. Und dann können wir die alten Schrauben auch wieder verwenden, die längeren. Dann, genau, hier, da ist er, die längere Schraube. Dann kann die auch wieder verschraubt werden dort und dann ist das Thema auch gut. Muss man halt so ein bisschen mehr tüfteln. So jetzt, für den jetzigen Moment ist das erstmal okay für uns. Aber ich werde auf lange Sicht sicherlich da nochmal eine kleine, feine Leiste rein. Da muss ich nochmal gucken, das sind so 3-4 mm oder sowas. Oder vielleicht sind es auch nur 2 mm. Das muss ich nochmal messen. Also ich denke eher, es werden so 3 mm wahrscheinlich sein. Und ja, dann ist das Thema auch okay. Ansonsten lässt man halt da die ältere oder sowas, ist halt auch nicht das Problem, wie auch immer, wie man es will. Für uns ist das auf jeden Fall, für die anderen schon mal ganz. So, bevor Stefan jetzt loslegt und die unterste Schublade und hier hinten das zu machen, habe ich ihn noch schnell gestoppt, denn der wäre so schnell durch gewesen und dann hätten wir gar nicht vergleichen können. Also wenn man anguckt, ich mache mal das jetzt hier auf die Hand, auf die Hoffnung, dass ihr das seht, obwohl es durchsichtig ist, vielleicht ein bisschen blöd. Wir machen das mal auf einen schwarzen Säckle. Dann seht ihr nämlich auch was Durchsichtiges. Ha, clever. Also, das sind die drei Teile, die ihr bekommt. Einmal diese neue Zwischenhalterung. Dann kann das auch mal von oben machen. So. Genau. Dann hier natürlich die Außenblende und der viel bessere und wirklich sanfte, weiche, herzhaft schöne. Nein, so schön ist es dann auch wieder nicht. Auf jeden Fall, der nicht mehr so eckig ist. Und wenn wir mal jetzt hier gucken, wir nehmen mal die beiden Sachen weg. Wie gesagt, man erkennt halt die Unterschiede. Das ist sonst das von vorher. Ja, das ist viel höher von den Sachen her. Das erkennt man ja relativ gut. Also es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und allein, wie gesagt, also das ist für mich leicht schmerzhaft, wenn man hier in die Ecken fasst und man weiß es, man macht die Fenster, man macht die Dinger auf und nichts, aber auch gar nichts ist. Ja, von den Malibu Van Fans Gruppe sozusagen haben wir das auch gehört. Da geht es auch vielen auf den Nerv, dass sie sich da die Klamotten aufreißen oder sich wehtun. Und da haben wir den Post übrigens auch schon gemacht, dass wir dort den gefunden haben, aber noch nicht ausprobiert haben. Jetzt haben wir ihn ausprobiert. Genau, bei Camping Wagner. Also ist Werbung, aber ist halt selbst bezahlt. Findet er in der Videobeschreibung den genau. Link dazu. Also da verdienen wir auch nichts dran. Also Leute, den könnt ihr ruhig nutzen. Wir verdienen da nichts dran. Es ist für euch, die ihr halt solche Spitzkinden habt, das ist der Vergangenheit an. Jetzt werdet ihr natürlich wissen, na, hier vorne am Mülleimer, da muss Stefan umkonstruieren. Das werden wir vielleicht in einem der Reisevlogs dann mal posten. Ja. Weil dazu gibt es natürlich kein Sondervideo. Das macht ja keinen Sinn. Manche haben vielleicht diesen Schrank ja auch gar nicht, weil sie ein älteres Fahrzeug haben. Oder hier ist ein Kühlschrank. Ja. Das kann ja auch sein, die den Kühlschrank davon haben. Da habt ihr das Problem ja gar nicht. Genau. Gut. Das soll es dann jetzt gewesen sein. Wie gesagt, Stefan macht jetzt die anderen beiden noch fertig. Sollte es Probleme geben, dann seht ihr das gleich nochmal. Dann erfahrt ihr das, genau. Aber sonst denke mal, es reicht aus in diesem Video. Ja. Bleibt uns gewogen, teilt dieses Video und wichtig für uns, das müssen wir jetzt immer wieder sagen, kommentiert mal, habt ihr auch diese Probleme? Welche Lösung habt ihr vielleicht? Gab es ganz andere Lösungsvorschläge? Interessiert uns brennend und natürlich auch alle, die auch diese Probleme haben. So, noch was vergessen? Nö, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bleibt uns gewogen. Genau. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ach, für